Hey, ich bin Shaw, ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu The Evil Within und wir machen jetzt mit dem, ich glaube mit dem dritten Kapitel weiter, wir fliegen mal eben rein. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Und die erste Folge war ja schon, hat mich ziemlich überrascht, die war ziemlich krass teilweise. Und wir tauchen mal auf und haben noch ein paar Schuss im Revolver. Gucken, was uns jetzt hier erwartet, nachdem wir wirklich von der Brücke gesprungen sind. Und vor der Horde geflohen sind. So, ich hoffe, ich kapiere das Spiel so langsam. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich soll auf jeden Fall, wenn wir in diesem Krankenhaus, in der Krankenhauswelt sind, mich doch mal ein bisschen umgucken. Da kann man wohl auch noch Infos finden. Es ärgert mich jetzt natürlich, dass ich das nicht gemacht habe. Und können wir diese Kisten? Ja, die können wir zerhauen. Guck mal, ist aber nichts drin. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Wir klauen erstmal hier. Oh, guck mal hier. Stopp, stopp. Was? Wie? Nehmen? Leertaste. Das verwirrt mich so, dass das immer alles Leertaste ist. Leertaste oder Control. Aber es ist wahrscheinlich halt einfach dem Konsolenport geschuldet. Munition! Na, sowas. Aber sie sind schon voll. 5 plus, 6 plus 5 Schuss. Okay. Lämpchen haben wir auch noch. Können wir das Ding auch noch zumachen hier? Ich möchte hauen. Kann ich das Fass zerdeppern? Da oben, wir werden auf jeden Fall beobachtet. Ach so, mit F. Ah, super. Ach, mit F können wir hauen. Ah, geil. Okay, Fässer können wir auch zauen. Ja, jetzt habe ich's. Okay. Wir gehen mal vorsichtig hoch. Mach unser Licht aus, wir wollen ja nicht entdeckt werden. Und noch mehr Munition. Ach nee, Streichhölzer, sehr gut. Der Fuck. Verbrennen. Ein Leichenberg ist mir im Weg. Okay. Wichtig, um Wege freizuschalten. So, ich habe jetzt nochmal meine Facecam woanders platziert. Ich hoffe, ich verdecke jetzt nicht mehr die Menüs. Da geht eine Tür auf. Hm. Was auch immer da rumgeschlichen ist. Es scheint jetzt... Scheiße. Kontrollpunkt. Weg zu sein. Okay, okay. Okay. Gucken wir uns erstmal vorsichtig um. Sieht doch alles ziemlich offen hier. Guck mal, hier ist Licht drin. Was ist da drin? Kerzen flackern. Kann man da irgendwie rein? Kann man... Ah, guck mal. Kann Scheiben zerdeppern. Oh! Bombe ausweichen. Haben wir so ein Kabel... Das war ja nicht so gut. Bombe entschärfen. Leertaste, Nadel anhalten. Blau gleich Erfolg, rot gleich fehlgeschlagen. Okay. Ah, alles klar. Ah. Wow, okay. Da haben wir eine Flasche. Streichhölzer. Ich höre die Musik wieder. Müssen wir da hoch? Wir hätten natürlich auch einfach durch die scheiß Tür gehen können, ne? Das war ein bisschen dumm. Claire de Lune. Nice. Okay. Okay. Hier sind ein paar Fallen. Mama Mia. Mama Mia. Mama Mia. Hier ist noch eine Scheune. Da ist ein Beil. Yeah. Wir können hacken. Ich wollte jetzt aber erst noch mal in dem Haus gegenüber gucken. Wenn wir uns hier schon mal...
mit der Bombe angefreundet haben, dann wollen wir uns natürlich gucken, was man hier so findet. Aber wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. Komm ich nochmal aufs Waffenmenü? Ich mach mal Licht an. Ach nee, jetzt sag nicht, wir können immer nur eine Waffe nehmen. Hä? Ach, die können wir dann wegschmeißen nur. Okay, ist das so eine Art Einmalwaffe? Ich höre Stimmen. Was ist hier? Oh, wir können uns unser Bett verstecken. Alles klar. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Ich wollte mich noch in dem anderen Haus umgucken. Kann ich das noch machen? Warum nicht? Komm mal zurück. Okay. Oh, Energie, Energie, Energie. Alles klar. Na, warum nicht? Ich nehme diesmal auch das Fenster hier. Geht schneller. Kommt man da vielleicht hoch? Ne. Doch, kommt man. Ach, das kann ich nicht zerdeppern. Da ist noch eine Kiste. Die kann ich auch nicht zerdeppern. Okay, schade. Guck ich hier nochmal. Nur gucken, dass hier keine Fallen sind. Was lag darum? Da ist noch eine Falle. Alles klar. Da haben wir noch ein bisschen Saft. Oh, eine Leiche zum Verbrennen. Gibt's das Stuff? Scheinbar nicht. Aber noch hier ein bisschen Gehirnflüssigkeit. Was auch immer das ist. Okay, oben können wir noch gucken. Aha, hier ist eine Sprengfalle. Sicher ist sicher. Bisschen Saft. Der gibt Kraft. Riesig hier. Hier wieder Betten zum Verstecken. Alles klar. Sind wir hier? Können wir uns nur umsehen, ha? Huh? Wie kommen wir denn da raus? Hä? Wie komme ich denn da raus aus dem Dialog? Hallo? Hm. C. Ah. C. Hä? Okay, jetzt bin ich... Keine Ahnung. Was heißt denn das hier? Untersuchen. Keine Ahnung, wie man da rauskommt. So, da will ich noch nicht hin. Hier ist auch noch ein Fenster. Hier war die eine Falle. Da gab es noch Streichhölzer. Hier können wir noch... Ah, zerdeppern. Tisch. Nicht nehmen. Hier sind noch Kisten. Oh Gott, Half-Life. Wie in Half-Life.
So, hier raus nochmal. Ah, sind jetzt hier oberhalb, ne? Das können wir nicht zerdeppern, um wieder runterzukommen. Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ist da eine Kiste? Ah, ein bisschen Saft, okay. Das können wir nicht nehmen. Hier, ein Schalter. Was? Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie, ging durch dieses Tor. Jetzt ist es so. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Okay, ja. Also ich soll die weglocken. Scheinliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Hab ich doch. Hab ich doch gemacht. Hab ich doch gemacht hier. Bam. Hier drüben. Hier. Ja, ich kann mal. Hey, hier drüben. Hier geht es lang. Der Alte geht dabei noch drauf. Okay. Können wir hier drüber? Hier irgendwie rum. Das klingt aber wieder böse, ne? Oh. Was haben wir denn da gekriegt? Wurfgranaten. Nice. Nur eine. Huch. Ah. Oh. Oh, da ist zu. Warum ist da zu? Wo ist denn meine Axt? Habe ich meine Axt hier verloren? Oder ist sie dahin? Ist sie über den Jordan? Oh, guck mal, da ist noch eine Granate. Oh, auch nicht schlecht. Können wir die noch verbrennen? Bringt das noch was? Ah, nichts mehr. Okay. Okay, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Hä? Okay, das. Wurfgranate. Werfen und bumm. Alles klar. Versuchen wir es mal. Da gibt es keinen Weg mehr raus. Mal sehen. Irgendwo rennt der Große hier rum, aber noch sehe ich ihn nicht. Irgendwo da links? Oh. Scheiße, ich brauch Deckung. Oh. Was macht er denn da? Warum schießt er auf mich? Der ist ein Schwein. Doch hier mein... Scheiße hier. Jetzt muss noch eine Falle. Da können wir hoch. Ich
ja nicht so gut aus für uns hier. Ich nehme mal hier so eine Spritze. Er scheint irgendwo oben hier festzusitzen oder so. Oh, hier, noch eine Axt. Ah, das scheint immer so eine Einmalwaffe zu sein. Alles klar. Ich guck mal, was da oben ist. Einfach nur so Interesse halber. Wird hier schaukelt, du. Okay, hier gibt's Munition. Ach nee, leider nicht. Besser. Okay. Okay. Können die Strohballen anstecken? Was soll das bringen? Okay, ich glaube, wenn die Gegner da durchrennen. Oh, was liegt denn da? Der Taste entschärfen. Alles klar. Irgendwas hier auf der anderen Seite ist. Oh, fuck. Was wir alles wegstecken, ey. Ich wollte eigentlich entschärfen, das Ding. Voll. Können wir auch mal so einen Strohballen gleich anzünden. Hier. Okay, alles klar. Dieses langsame durch Türen gehen nervt mich schon. Da liegt eine... Oh, was ist das? Ach, da war wieder Beobachten oder sowas. Was ist mir hier? Leertaste nehmen? Okay. Haben wir noch so eine Spritze vielleicht? Ja, komm. Bevor wir gleich abkacken. Ich bin ja lieber vorsichtig. So, was gibt's hier? Noch eine Leiter? Ah ja. Ich habe hier echt ein Orientierungsproblem, aber ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Also hier sind wir definitiv falsch. Nochmal hoch. Wir müssen ja Richtung Tor. Also die Richtung stimmt schon eher. Jetzt mal da also raus, denke ich mal. Wir gehen einfach mal weiter. Ich stehe jetzt wieder da? Was stimmt denn mit dem nicht? Munition. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Das haben wir ja super hingekriegt. Ich hab's heute nicht. So. Ja, komm mal her, mein Kleiner. Ja, entspann dich erstmal. Oh Gott, sie kommen. Okay, was hat er? Auch eine Granate. Ach, jetzt haben wir leider keine. Oh oh. Scheiße. Ja, ohne Waffe sieht es schlecht aus. Nein, du sollst dich um den kümmern. Sollst dich um den kümmern hier. Um den sollst du dich kümmern. Das funktioniert ja super. Na also. Verbrennen wir den mal vielleicht. Oh, super. Ich bin weg. Scheiße. Das wird die Munition sein.
Sehr schön. Oh Gott, ich sehe schon, das Spiel ist eins für mich, du. Ich verwechsel mal C und V. Scheiße. So, okay. Ich habe noch viel zu lernen. Oh, was ist das? Oh, für die Armbrust. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Okay. Qualen sind immer gut. Scheinbar haben wir hier... Das sind noch Streichhölzer. Oh, da ist wieder eine Falle. Nein, keine Falle. Oh. Nice. Da können wir irgendwas Großes dahin locken. Was ist da? Ein riesiger Koffer. Oh. Eine Schrotflinte. Diese Repartierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine Distanz breit gestreut werden. Nice, nice. Nice, nice. Haben wir Munition dafür? 4 Schuss. Oh, hier ist wieder eine andere Seite. Alles klar. Kommt her, ihr Bastarde. Ja, da ist er. Komm her. Komm, putt, putt, putt. Komm zu Papa. Ja, komm zu Papa. Komm her. Oha. Mhm. Na, drück schon. Na, es hat ja super geklappt hier. Oh, 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 oh. Da sind noch was. Ich stehe da wenigstens nicht mal auf hier. Oh, hier auch noch. Ich frage mich, wer die Fallen aufgebaut hat. Langsam mal weiter. Oh, wir wurden direkt entdeckt. Oder? Oder nicht. Oh, da rennt auch noch einer rum. Vielleicht können wir ihn ja so stealth-mäßig fertig machen. Leertaste untersuchen. Können wir mal was machen vielleicht, wo wir was untersuchen sollen? Komm schon, bitte, 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 bitte. Zack. So weit, so gut. Okay, was können wir denn hier machen? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Eine Kettensäge! Natürlich. Wo soll ich denn jetzt eine Kettensäge herbekommen? 3 Schrotflinten. Schuss. Okay. Und deswegen spiele ich auf leicht, ne? Für die, die sich gefragt haben. Der Taste nehmen. Was haben wir? Oh. Liegt hier direkt vor mir. Wo kriege ich jetzt eine Kettensäge her? Wo kriege ich eine Kettensäge her? Was haben wir denn hier? Im Schrank? Okay. He's watching. We can't leave. Er beobachtet uns. Wir können nicht gehen. Tja. Wie konnte man denn die Türen eintreten? Warum musste man drauf zurennen? Tja, vielleicht finde ich das noch irgendwie raus. Ich bin schon wieder erschöpft. Okay, hier muss es noch mehr geben.
Hier ist noch ein Haus. Hallihallo. Oh, wieder ein Schalter. Was macht der? Oh, scheiße. Nein! Das ist ziemlich beschissen vom Handling. Der hätte ja jetzt eigentlich zum Fenster rennen müssen, hat mich aber direkt entdeckt hier. Ist der jetzt endgültig im Arsch? Oh, hier ist die Armbrust. Die Armbrust. Nice. Explosivbolzen. Okay, okay, okay. Bam. Kann ich die Bolzen mehrfach benutzen? Kontrolle, um ausgewählten Bolzen herzustellen. Ah, wir können sogar herstellen. Fallenteilen kannst du Bolzen für die Qualenarmbrust der Art herstellen, die du kennst. Okay. Aber wir haben auch welche davon. Oh! Oh, nice! Okay. Schön. Okay. Voll. Kann ich hier wechseln? Wie kann ich die denn wechseln? Habe ich das gesehen? Voll. 1 und 2. Ah. Ach, so lege ich das auf 1 und 2. Ah, guck mal hier. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich noch wissen, wie man Munition wechselt hier. R. Okay. Jetzt haben wir normale Bolzen. Okay. R. Explosionspfeile. Oder normale Bolzen. Ja, richtig hier fett bedient mit Waffen. Oder ist noch das Tutorial? Ich weiß gar nicht, wofür das hier sein soll. Oh. Oh, verstehe. Alles klar. Alles klar. Den könnten wir verbrennen. Sollen wir das auch machen? Ich weiß gar nicht. Taktisch, wofür das taktisch gut ist. Ihr seht, ich lerne das Spiel noch kennen. Was war da? Ach, Flasche wieder, das verwirrt mich so. Wie wechsle ich denn jetzt die Waffe? Jetzt habe ich hier 1, 2, 3. Kann aber trotzdem die Waffe nicht wechseln. Schnellzugriff festlegen. 1. 2, 3. Aber wie mache ich das mit dem Schnellzugriff? Wie komme ich da drauf? F-Information, R wechseln. Leertaste ausrüsten benutzen. Hm. Hä? Okay. Das da will ich. Leertaste untersuchen. Ach, mit C kommt man da wieder raus. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit bei großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Dringend. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt.
Okay, Doc. Okay, Doc. Braucht noch jemand eine Nähmaschine? Erstmal hier hören. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Aha. Okay. Kann ich jetzt da hoch zum Dock hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir suchen immer noch eine Kettensäge. Da hängt einer. Oh, guck mal, da kann man hoch. Diesen Turm. Wie kommt man denn da zu diesem Turm? Da liegt auf jeden Fall was drin. Eine Schublade. Mit einer Spritze drin. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Das ist voll. Was ist denn das? Ich muss unbedingt rausfinden, wie man die Quickslots benutzt. So war so schon mal nicht. Ich habe draufgeklickt eigentlich. Schnellzugriff. 0000. Ich verstehe es nicht. So, ich wollte eigentlich hier nachladen. Dann kann ich nämlich noch Munition nehmen. Zack. Oh, Schrotmunde. Da sage ich nicht nein, ne? Da sage ich nicht nein. Das Problem ist, ich muss dann immer hier drauf gehen. Schnellzugriff festlegen. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Ah, dann weiß ich, wo ich bin. Nimm das doch mal mit hier. Der war vorher leer. Nicht hier unten. Okay, kann ich hier noch raus? Kann ich da raus? Ich will in diesen Turm. Geh mal da raus. Hier, dieser Turm, da. Oha. Ja, du kannst mich mal. Ich geh mal erstmal auf diesen Turm. Oh, das ist hier eine Statue. Wie kriegen wir die? Ist das Bonus? Kommen wir irgendwie drauf? Müssen wir die abschießen? Wir müssen mal irgendwie abschießen. So wie in Resident Evil. Okay, was ist das? Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Nice. Schrott. Saft. Ich glaube, ich versuche das mal. Ja, ja. Es ist wie in Resident Evil. Ich bin ziemlich sicher. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich überhaupt hin muss. Ja, warte mal schön auf mich. Alles klar, Bro. Komm, schlag einmal zu und dann komme ich runter. Ich warte. Wenn er mich jetzt getroffen hätte, dann wäre ich echt sauer gewesen. So.
Was zum Teufel? Da lag noch was. War nur eine Flasche. Was? Okay. Keine Ahnung, wo der herkam. Hier ist eine Kiste. So. Hier war die Kuh, da war ich auch schon. Was ist da? Oh, eine Fackel. Nice. Kann ich damit was anstecken? Hier scheint ja irgendwer festzusetzen. Oh, guck mal da! Oh Gott! Oh, ich hab die Kettensäge gefunden! Ich hab die Kettensäge gefunden. Oh, ich bin falsch. Nur weil der Arsch mir im Weg gelaufen ist. Ah. Du kannst die Schwere. Ich glaube, noch leichter kann ich nicht stellen. Ach, Mann, 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 Mann. So, warte mal. Also, wir müssen zum... Oh Gott, ich hoffe, ich habe alles. Huch. Habe ich schon die Armbrust? Ja, ich habe die Armbrust. Hier, die nicht. Also, die mal ausprobieren. Oh Gott. Das hat ja super was gebracht. Die. Oha. Bam. Okay, ich konnte es nicht. Das gibt's doch nicht, ey. In dem Moment kommt er nach vorne hier. So. Piss dich. Warte mal, wo war der Turm? Der ist ja gerade nochmal wieder runtergefallen. Hier. Kann ich auch noch was nehmen? Komm einfach zu. Komm einfach zu oft an die falschen Tasten. Vor allem, weil C normalerweise ducken ist bei mir. So. Jetzt nochmal zurück zur Scheune. Vielleicht kriege ich den ja wenigstens mit dem Stealth Kill hin hier. Ja, immerhin etwas. Kontrollpunkt. Sehr schön. Guck mal hier. So. Auf ein neues. Ich hoffe, diesmal verkacken wir es nicht. Oh, ist ja nicht so gut. Kann ich ausweichen irgendwie? Wie weiche ich aus? Bleib doch nicht stehen! Wie dumm ist der denn? Hm. Also wir haben ja noch diese Explosivpfeile. Vielleicht kann ich da immer versuchen. Aber dadurch, dass er immer auf mich zugerannt kennt und ich nach 3 Schritten schon Luft weg habe, wird es ein bisschen schwierig für mich, ne? Hm. Versuchen wir es mal mit den explosiven Pfeilen. Ah, das war schon mal nicht schlecht. Was hat der da mitge... Oh, 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 stopp, 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 stopp. Der ist ja alles voll hier. Jetzt geh doch weiter! Ich kotze!
Ah, so macht er das also. Haben wir noch eine Falle, die wir nutzen können? Okay, Kontrollpunkt, sehr schön. Waffe deiner Wahl. Ja, schon wieder. Das nehme ich besser mit. Ja. Okay. Kettensäge. Ja, Zahlung dieser alten, abgenutzten Kettensäge klebt die verschiedensten Überreste. Alles klar. Oh. Kann man noch höher? Oh, noch eine Ebene höher. Guck ich mich mal um. Bevor es weitergeht, ne? Eine Maria. Schrott. Munne. Ein Schlüssel. Streichhölzer. Saft. Okay, ich muss mal eben nochmal meine Waffen checken. Da kann ich nochmal nachladen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann ich hier die Waffe wechseln? Steht denn was im Menü drin? Optionen. Steuerung. Vibration. Tastenzuweisung. Vorwärts, rückwärts, Laterne, Nahkampf, Schleichen, Verstecken, Bestätigen, Abbrechen, Zielen, Sprinten, Nachladen, Gehen, Inventar, V. Keine Quickslots hier, ne? Das, missfällt mir. Oh, da unten liegt noch Saft. Da liegt noch Saft, Leute. Da liegt noch Saft. Wie konnte ich den nur übersehen? Na, komm mal her. Und hier jetzt auch noch Streichhölzer, die ich jetzt auch noch mitnehmen kann. Okay. Ah, diese Location muss man erstmal checken. Das dauert immer bei mir. Okay, Kettensäge haben wir. Was hat er denn in seinem Versteck so gebunkert? Hier, da ist eine Kiste, guck mal. Vielleicht war es der Schlüssel für die Kiste. Öffne die Kiste, um ihren Inhalt zu sehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert? Kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Okay. Der Rest ist voll. Munition, okay. Ich guck mal eben. Da sind wir auf jeden Fall voll. Was haben wir denn dann sonst noch für Munition? Ach, ich glaube, das ist normale Pistolenmunition, ne? Kann ich... Ja, konnte ich noch was herstellen. Okay. Okay, alles klar. Explosiv, Blend, Harpunenbolzen. Bleiben wir dabei. Ich frage mich echt, wie wir hier die Schnellzugriff, wie wir da drauf kommen. Oder sind das die Schnellzugrifftasten? Keine Ahnung. Okay, wie auch immer, wir haben die Kettensäge. Und ich hoffe, dass wir jetzt durchs Tor kommen. Klar, wer kennt das nicht? Einfach mal so eine Stahlkette durchhauen. Aber wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Für welche Tür mag der Schlüssel sein? Das ist einfach so großräumig hier. Ich kann mich jetzt spontan auch nicht erinnern, dass irgendwo noch eine Tür zu war.
Ach so, hier war diese Falle. Okay, was ist da hinten? Ich flitze nochmal schnell hier durchs Gebäude, ob ich hier irgendwas sehe. Ach, so geht das. Leertaste. Aber hier war ich auch überall. Hier war der Doc, der jetzt weg ist. Was war hier? Das Turmband, ne? Bett verstecken. Okay. Ganz leise jetzt. Hier waren wir auch schon überall. F. Kommen wir da drüber? Kommen wir nicht so hoch. Na, hier war ich schon überall. Mach nochmal Licht an. Okay, aber das mit den Quickslots, das nervt mich so ein bisschen. Ich muss da mal gucken. Okay, da unten ist noch eine Hütte. Oh, jetzt guck mal hier, Saft. Und noch mehr Munde, da sind wir aber voll. Dann muss ich den kaputt hauen. Ah, super. Alles klar, hier sind die dämlichen Fallen. Ich weiß aber nicht, ob wir da... ob da noch irgendwo eine Tür war. Ich weiß es einfach nicht mehr. Hier ist eine Tür. Der Spiegel. Ah. Ah, da kommen wir wieder in die Zwischenwelt. Sie ist weg. Hier. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Sexismus. Bam. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall nochmal auf den Stuhl setzen und unsere Fähigkeiten verbessern. Mein Kopf. Und hier soll es auch immer noch Informationen geben am schwarzen Brett. Habt ihr gesagt. Okay. Da ist das schwarze. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ich gucke mal. Leertaste speichern. Kann ich nicht. Mal sehen. Hier entlang, bitte. Oh. Speichern kann ich gerade nicht. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Komm ich da auch raus? Da steht ein großes Nein drauf. Nein, nein, nein. Versuch's gar nicht erst. Was sind das für Orte hier? Aus wie mein Büro oder ein Büro. Da, Leertaste. Was haben wir denn da? Leertaste. Untersuchen. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wiederherzustellen. Ah ja, ein Stück habe ich schon. Okay. Wo ist sie jetzt lang gegangen? Kann ich hier noch irgendwas machen? Was für ein alter Rechner, ey. Oh, okay. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Habe ich, ja. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Oh. Okay. Oh, da gibt's extra Munde. Leider voll. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten.
So, immer nur ein Schlüssel für ein Tor. Alles klar. Verstehe. Super. Die singt auch die Claire de Lune-Musik. Okay, einmal speichern. Und jetzt mal gucken. Ah, hier. Oscar vermisst. KCPD Officer Oscar Connelly auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen gefunden. Ist das nicht der, der mit uns mitgekommen ist? Mysteriös, mysteriös. Serienmorde gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe vom Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Ach, ich fühle mich auch in meinem Haus gefangen, jo. Gut. Mal sehen, ob wir uns ein bisschen aufpeppen können noch. Lebensanzeige, maximale Sprintdauer auf jeden Fall. Stufe 2. Stufe 3. Okay, Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Lebensanwirkung machen wir auch nochmal hier. Nahkampfschaden auch. Okay, Spritzenwirkung. 5000 nötig. Damn. So. Wir haben so viel Saft gefunden, warum nicht, ne? Warum nicht? So, nochmal speichern. Und dann zurück zum Spiel. Dafür war es der Schlüssel. Ich hätte jetzt ewig noch in dem Dorf rumgesucht. Oha. Ach, das sind dann quasi unsere Safe Rooms hier mit dieser... Immer wenn wir diese Musik hören hier. Ah, verstehe. Alles klar. Dann haben wir jetzt nichts mehr zu befürchten, dass wir was übersehen haben und können direkt weitergehen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo. Aber ich glaube, wir waren überall. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, hier. Direkt wieder 1000. So, doch ballerlastiger als ich dachte hier. Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Mhm. Bam. Sind wir ein neues Kapitel? Alles klar. Kapitel 3 überlebt. Spiel speichern. So. Alles klar. Damit würde ich sagen, nächstes Kapitel machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.